Ja, nun auch von mir herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Tages, der sich ja vor allen Dingen mit den Hähnen und deren Vermarktung beschäftigt. Mein Name ist Maria Herrmann und ich arbeite für die Ökotierzucht im Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und betreue zusammen mit meinem Kollegen Joachim Jeske das Projekt Werte Hahn. Und dieses Projekt hat uns ja so ein bisschen die Aufgabe auch gestellt, einmal den Status quo zum Hahnenfleisch zu ermitteln und ja, um hier einfach Einordnungen vornehmen zu können, die ja Dinge betreffen wie Mengen, Zertifizierungen, Produktsparten, Vermarktungswege und ja, Verarbeitungsbetriebe und Schlachtkapazitäten oder Schlachtwege. Und dazu haben wir eine Umfrage erstellt und in den nächsten Minuten habe ich hierzu ein paar ja doch recht spannende Ergebnisse mitgebracht. So, einmal hier nochmal sozusagen zur Einordnung des Projekts, unter dessen Dach natürlich hier alles läuft. Das Projekt Werder Hahn ist ein dreijähriges Projekt, das im letzten Jahr im Frühjahr gestartet ist und zusammen von der Ökotierzucht und der Brudertierinitiative mit dem Baukhof ins Leben gerufen wurde. Und ja, das Ziel hat eben Wertschöpfungsketten zu Hahnenfleischprodukten aufzubauen. Also ganz konkret Angebot und Nachfrage zusammenzubringen und hier ja bestenfalls stabile und regionale Wertschöpfungsketten ja entlang stabile und regionale Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette aufzubauen. Also vom Erzeugerbetrieb bis hin dann zum Handel und der Gastronomie, so dass am Ende Verbraucherinnen ja, vielleicht doch auch öfters wieder in den Genuss des ja, wertvollen und feinen Hahnenfleischs kommen. Und ich sage das so ein bisschen bewusst, weil ja gerade in der Arbeit des letzten Jahres ja dann doch deutlich geworden ist und auch die Umfrageergebnisse jetzt gleich zeigen werden, dass ja oftmals die Hähne eben Hahnenfleisch, ich sage es mal vom Allerfeinsten, mitbringen und ihnen auch ja doch auch ihr Wert sozusagen wieder zurückgegeben werden sollte, da sie ja oft gerade so ein bisschen auch als ja, Nebenprodukt zu den Hennen laufen. Und bevor ich jetzt hier mit den Ergebnissen oder der Erklärung der Ergebnisse starte, auch noch mal eine ganz kurze Einordnung zu der Umfrage. Also wir haben unsere Fragen an gut 500 Betriebe verschickt, die aus dem Datenpool der Ökotierzucht und der Brudertierinitiative stammen und ja, haben hier gut 200 Antworten zurückbekommen, die ja, jetzt dann auch mit Schwerpunkt auf ja, Erwerbsbetriebe ausgewertet wurden. Aber es ist doch für die Interpretation der Ergebnisse oder zum Verständnis ganz gut zu wissen, dass vor allen Dingen Antworten von Betrieben kamen, die ja schon in Verbindung mit Zweinutzungshühnern oder eben auch Bruderhähnen stehen und in dem Bereich eben auch die Interessen liegen. Und genau, wenn wir jetzt hier einmal sehen, welche Rassen werden auf den Betrieben gehalten, dann bezieht sich die Frage auf die Hähne als auch die Hennen. Und man sieht, dass ja recht viel ÖTZ-Genetik hier dabei ist. Also gut 80% der Betriebe halten ÖTZ-Tiere, zum Teil rein, zum Teil aber eben auch zusammen mit anderen Genetiken, wie zum Beispiel Lohmann, Dual oder diversen ja, Rassegeflügelarten. Und ja, es war natürlich auch sehr spannend zu sehen, welche Zertifizierungen haben diese Betriebe. Ja, vor allen Dingen sind wir hier im Bereich der originären Bioware sozusagen unterwegs, wenn es dann ja um die Produktspezifikationen geht, die ja doch oft eine wichtige Rolle spielen im Handel oder dann eben in der Vermarktung. Und den Löwenanteil an der Bioware nehmen Verbandsware ein, wo hier Bioland und Demeter sehr stark vertreten sind, aber auch Verbund Ökohofe, Naturland und auch Bioswiss-Betriebe haben hier einen Anteil. Jetzt wird es schon ein bisschen spezifischer zum Bereich der Hähne. Also wir haben uns natürlich auch gefragt, auf welchen Betrieben werden auch Hähne gehalten. Und das ist in 60% der Fällen so, dass eben Hennen und Hähne gemeinsam auf einem Betrieb vorzufinden sind und auf 40% eben nicht. Und da ist natürlich auch die Frage,
Und gerade vor dem Hintergrund der Betriebe, die eben ÖTZ-Tiere halten, wie kann das sein, da wir im Prinzip auch sozusagen das Versprechen abgeben, dass immer Hähne und Hennen gemeinsam aufgezogen werden? Das ist natürlich auch hier der Fall, aber es ist auch so, dass, ja, wie soll ich sagen, die Spezialisierung im Prinzip auch nicht vor den Biobetrieben Halt gemacht hat und halt teilweise eben so ist, dass Betriebe vielleicht nicht eben die entsprechende Ausrichtung haben, die Hähne zu halten oder die Kapazität und so dass andere Betriebe übernehmen. Also es entstehen wertvolle Kooperationen und die Aufzucht der Hähne wird dann eben ja von anderen Biobetrieben übernommen. Und das hat ja natürlich auch den Vorteil und eben das Wichtige, dass sich Hähne auch für die Betriebe eignen. Also sie sollen sie natürlich auch eignen. Und das ist, dass gerade hier bei dieser Frage eignen sich die Hähne für den Betrieb natürlich dann auch sehr schön zu sehen, dass es in den allermeisten Fällen auch wirklich sehr gut funktioniert. Über 80, also knapp 90% sagen ja, sie sind zufrieden, sie finden die Tiere toll. Und das geht sicherlich auch einher, dass in diesem Betrieb es ganz gut auch funktioniert mit der Vermarktung. Denn gerade die, die gesagt haben, nee, die Tiere eignen sich nicht so gut für unseren Betrieb, also haben das begründet oftmals mit eben Problem im Bereich der Vermarktung. Wenn wir uns jetzt hier auch wieder mit Zoom auf die ÖTZ-Genetik anschauen, 8% haben eben gesagt, nee, es passt vielleicht nicht ganz so gut und haben das eben dann halt auch mit Vermarktung und auch teilweise dann eben, ja, Futterverwertung, eben, dass sie mit der Futterverwertung nicht ganz zufrieden sind, begründet. Auf dieser Folie, die ja auf den ersten Blick sehr komplex ist, möchte ich einmal irgendwie darstellen oder darauf eingehen, wie viele Tiere im Prinzip gehalten werden in einem pro Jahr, in einem Jahr. Und hier sieht man, dass ja eine enorme Spreizung der Mengen vorliegt. Also wir haben sehr diverse Betriebe hier, die an der Umfrage teilgenommen haben. Also zum einen bei den Durchgängen reicht die Zahl ja von 1 bis zu 8 Durchgängen und auch die Anzahl der Tiere pro Durchgang von 20 bis knapp 10.000. Das ist natürlich eine sehr große Spreizung. Es würde jetzt, glaube ich, auch hier den Rahmen sprengen, auf alles im Detail einzugehen. Deswegen nehme ich hier sozusagen wieder den Zoom gerade zu den Betrieben, die vorwiegend ÖTZ-Genetiken halten. Und hier wurde deutlich, oder sieht man ja auch im Allgemeinen, dass vor allen Dingen der größte Teil ein bis maximal drei Durchgänge im Jahr an Hähnen eben hält. Und hier auch bei den ÖTZ, das ist rechts wieder im Balken so ein bisschen eingeblendet, 60 bis 300 Hähne je Durchgang. Hier sieht man wieder, dass es ja dann doch auch recht kleinere, überschaubare Mengen sind. Und mit Blick auf eben die Vermarktungsschwerpunkte und Vermarktungsmöglichkeiten ist so, ist das ja es vielleicht auch so ein bisschen ein zyklisches Produkt ist, vielleicht kann man auch sagen, ein saisonales Produkt, die Hähne. Und die sich dann eben vor allen Dingen besonders für die Direktvermarktung eignen oder halt eben für Kampagnen und Aktionen und ja auch hier gut der Mehrwert eben auch kommuniziert werden kann. Also vor allen Dingen auch jetzt dann, wenn wir noch weiterschauen, die nächste Folie zeigt auch so ein bisschen, dass es sich hier so, ich sage jetzt mal, um Slow Food Produkte handelt. Wenn wir sehen, dass das übliche Schlachtalter der Hähne im Bereich zwischen 16 und 22 Wochen liegt, dann ist es ja im Prinzip doppelt oder fast dreimal so lang wie, ich sage jetzt mal, konventionelle, herkömmliche Mastbroiler. Und ja, das ist natürlich etwas, was wir dann auch im Kontext auf das Tierwohl sehr gut irgendwie erklären können, dass es eben hier ein vertretbares oder ja gutes Verhältnis zwischen eben Gewicht und Lebenszeit gibt.
Wichtig in diesem Kontext des Tierwohls ist natürlich auch die Frage der Schlachtung, also wie oder wo vielmehr werden die Tiere geschlachtet. Das haben wir auch in unserer Umfrage erhoben und sehen hier, dass ja gut 30% eine eigene Schlachtung auf dem Betrieb vornehmen können und der Rest eben Lohnschlachtung macht, wobei auch, wie ich finde, die mobile Schlachtung mit 20% davon einen recht hohen Anteil hat. Also wir haben fast 50% der Tiere, die gar nicht vom Hof gehen, jedenfalls lebend. Und die anderen doch auch, auch wenn wir den Strukturwandel haben und viele Schlachtbetriebe ja weggebrochen sind, sage ich mal, 40% sind schon auch bis 60 Kilometer Wege, die gut zu fahren sind. Und gerade bei denen, die Weidestrecken vornehmen müssen, das sind dann auch Betriebe, die eben recht viele Tiere zur Schlachtung haben. Und hier ist es eben so, dass ja wir den großen Strukturen sozusagen auch ein Stück weit unterlegen sind. Aber hier ist auch natürlich wieder der Weg in die Argumentation für die Vermarktung, dass die Regionalität bei den geringen Mengen und die Vorortschlachtung sozusagen einen hohen Tierwohl, sehr hoch ins Tierwohl sozusagen hineinspielen. Und wie werden die Hähne vermarktet? Das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Hier waren wieder Mehrfachnennungen möglich und ein großer Teil der Betriebe vermarktet die Tiere ganz und teilweise eben auch zerlegt, sowohl frisch als auch als Tiefkühlbare. Das ist in der Mitte der hohe Balken. Das ist einfach auch darauf zurückzuführen, dass viele Betriebe sagen, sie veredeln gerade nicht, das ist vielleicht dem Aufwand geschuldet, hat natürlich, Convenience-Produkte haben natürlich aber auch verschiedene Vorteile. Dann vielleicht auch nochmal mit Blick weitergehend auf die Vermarktungswege, dass wir darauf nochmal schauen, wo werden die Hahnenfleischprodukte vermarktet. Im Prinzip haben alle Betriebe gesagt, die Produkte werden direkt vermarktet, also gehen in die Kanäle der Direktvermarktung. Vor allen Dingen ab Hof spielt hier eine sehr, sehr wichtige Rolle, aber auch Solarwies, Marktstände und Abokisten oder auch die Online-Vermarktung nimmt hier zu, also Direktvermarktung als allerwichtigstes Standbein für die Hahnenfleischvermarktung, was natürlich auch so ein bisschen auf die Mengen zurückzuführen ist, die wir gesehen haben und die ganzen Strukturen, die dahinter stehen. Und das erklärt natürlich auch, dass eben Großhandel, LEH hier nur einen geringen Anteil ausmachen. Auch der Einzelhandel im Bereich der Außerhausverpflegung, wo dann eben die Gastronomie und auch die Gastronomie mit reinzählt, ist noch recht wenig, aber sicherlich eben im Prinzip dann noch sehr viel Potenzial vorhanden. Und genau, so viel erstmal zu den Auswertungen unserer Umfrage. Und im Fortlauf gehen wir dann detaillierter noch eben auf Konsumentenanforderungen und Hahnfleischvermarktung ein. Vielen Dank und viel Spaß beim weiteren Fachforum.